Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade aufgestanden, schaue noch leicht verschlafen aus, aber ja, die Nacht war heute wieder nicht allzu lang. Ich bin jetzt gerade Meal Preppen für den heutigen Tag und dann geht es wieder ab ins Lager, ein paar Pakete packen. Und ja, generell würde ich nur mal sagen, danke für Hey Fabi, was ist denn eigentlich da los in deinem Schritt? Bodybuilding-Probleme. Ich glaube, das kennt fast jeder, dass die Hosen im Schritt durchgehst. Und das war jetzt die vierte Hosen, ich glaube, in den letzten 3 Wochen. Und heute haben die Geschäfte wieder aufgemacht und ich habe Gott sei Dank jetzt Wahl erwischt, weil so wäre es nicht mehr weitergegangen. Das war halt meine allerletzte Hosen, die ich gehabt habe, und die ist mir, wie ich meinen neuen Schuh gekauft habe, beim Fuß raufgegeben, so genau wie Oh, jetzt jetzt habe ich. zerrissen. Also, zwei Neiche, ich fährt's. Eindeutig wieder besser. Hosen sitzt wie eine zweite Haut. Schuh passt da wie angegossen. Wunderbar. Ihr habt es ja gestern mitbekommen, bei unserem Flash Sale bei den Powerglätzern waren wir innerhalb von 2,5 Stunden ausverkauft. Also mega geil, danke, dass ihr das so reingehabt habt. Und wie versprochen haben wir jetzt aber schon wieder restockt. Weitere Packerl sind jetzt schon wieder da bei uns im Lager. Und das Flash Sale geht jetzt wie versprochen weiter und das über die ganzen kommenden 7 Tage. Sollte es wieder eng werden, kein Problem. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt und werden genug da für alle haben. Bei mir gibt es jetzt einmal Mittagessen Nummer 2. Das schaut heute ein bisschen anders. Ich glaube, man kann erkennen, was das war. Das ist ein ausgelöstes Händel, ja. Habe ich da jetzt drinnen mit ein bisschen Reis und einem ganz normalen Wok. Und ganz ehrlich, und dann geht es heute aber auch schon wieder ins Beintraining. Schmeckt phänomenal, taugt mir richtig. Also, ihr könnt das fast täglich essen. Die Haut gebe ich natürlich weg, das Fett spare ich mir. Ab und zu gibt es natürlich einmal ein kleines Stückchen mit, weil das ja trotzdem ein richtig geiler Geschmack ist. Später muss ich jetzt dann einen Spiegel in der Wohnung aufhängen.